Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Bin hier mal wieder auf meinen Berg hochgeklettert, weil ich diese Aussicht so fantastisch finde. Ja, und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt mal ein bisschen Erze abkloppen. Oh, ich habe ja gar keinen. Ich habe da, glaube ich, auch noch eine Axt liegen. Ne? Ach, ich finde die so schön, diese Steinaxt, diese Steinspitzhacke. Ich mache mir, glaube ich, jetzt noch mal eine. Einfach, weil es geht. Ich weiß, ich habe ja die auch aus Eisen und so, aber ich finde es eigentlich auch ganz schön, diese selber zu machen mal eben. Mir hat jetzt übrigens jemand geschrieben in den Kommentaren, was ich total interessant finde. Ich soll einen Weg zur Mine ziehen, was ich erst überhaupt nicht verstanden habe. Ich dachte so, hä? Wie ein Weg zur Mine? Hier ist doch ein Weg. Wegen der Bären. Und zwar hat der dann einfach hier so einen Weg rübergezogen zur Mine. Ich meine, das könnte ich ja auch mal machen, ne? Aber es sieht im Winter dann wieder so komisch aus. Also einfach hier so einen Weg gezogen. So. Und dann sind die Bären auch verschwunden. So, ich muss mal gucken, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier so einen Weg mache. Und dann kamen keine Bären mehr. Das hätte ich mal eher wissen sollen, ne? Ich kann hier... Leute, kann ich hier in der Mine einen Weg ziehen? Scheinbar, ne? So ist es, oh, das sieht doch komisch aus. Also, wenn man das so macht, dann hauen die Bären wohl auch ab. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, nee, jetzt brauche ich es ja nicht mehr... Das sieht hier nicht so schön aus. Aber die Idee ist super. Das heißt also, wenn ich jetzt nochmal irgendwo eine Mine baue oder nochmal von vorne anfange, was ich ja nicht ausgeschlossen habe, weil man ja jetzt das Gebäudelimit hochsetzen kann, da werde ich dann sicherlich mal Weg ziehen. So, warte mal. Ich habe jetzt schon wieder was vergessen. Ha, Mann, ey. So. Also, die Idee finde ich eigentlich richtig gut. Was ich jetzt machen wollte, war... Ach, ein Rundholz braucht man dafür. Echt? Aber ich hatte hier Rundholz liegen. Obwohl, ich habe hier ja auch noch eine liegen, ne? Aber das wäre ja die, die nur so ein bisschen hält, ne? Stimmt, die wollte ich ja als Deko haben. Na gut. Dann mache ich mir jetzt hier nochmal... eine Steinspitzhacke. Den Rest kann man hier gleich mal wieder hinlegen. Ich sollte hier immer so ein bisschen Rundholz liegen lassen, ne? Falls ich mir dann immer ein paar Spitzhacken machen will. Was fehlt denn jetzt noch? Ich habe doch eben Steine gesammelt. Achso, 4 Steine braucht man dafür. Ah, na gut. So. Wo ist denn jetzt das Rundholz? Da. Das legen wir hier mal gleich wieder ab. Ach, die Wolle habe ich jetzt auch noch in meiner Tasche. Aber egal. Ich möchte mal jetzt ein paar Bronzeäxte machen für meine Holzfäller. Jetzt habe ich natürlich noch zig andere Sachen hier in der Tasche, aber... Ach, was soll's. Denn ist das halt so, ne? Dann machen wir die jetzt mal auf die 6. Und klöppeln uns da mal ein bisschen was weg. Ich müsste eigentlich ja noch Bronze und sowas alles haben, ne? Also... Aber es schadet ja auch nicht, ein bisschen mehr zu haben. Und ich finde mal, einmal pro Jahreszeit sollte man hier eh reingehen, ne? So mal die Sachen abbauen. Zinn. Zinn habe ich ja eher immer ein bisschen zu wenig. Ich finde das so toll mit dieser Steinspitzhacke. Irgendwie mag ich die. Kennt ihr das auch so, dass ihr manche Werkzeuge einfach mögt? Ich meine, die ist natürlich definitiv schlechter als die jetzt aus Bronze oder aus Eisen oder so, ne? Aber ich finde sie irgendwie schön. Ich finde es irgendwie mit Spaß. Oh, und ich würde mich so freuen, wenn ich jetzt endlich die Mine machen könnte. Nicht, weil ich unbedingt Eisen abbauen will, sondern weil die so toll beleuchtet ist. Die neue Mine. Und dann kann ich ja meine ganzen Steinlagerfeuer alle wieder abbauen, weil die dann vielleicht sinnlos unterwegs sind. Aber macht ja nichts. Jetzt muss ich ja erstmal gucken. Da ist noch was. Was ist das? Na? Ich muss echt auch nach oben gucken, ne? Oben sind teilweise auch Sachen. Schade, dass sich jetzt hier die Schmieden nicht verbinden. Ne? Noch besser wäre es ja, wenn man hier jetzt auch noch so ein kleines Ressourcenlager hätte. Ich hätte gerne so ein Ressourcenlager Light, das ich mir hier vorne hinbauen kann. Oh, jetzt kann ich ja endlich mal sehen, wie das da aussieht mit Fackeln, wenn es gleich dunkel wird. Das fände ich jetzt schön. So, habe ich jetzt hier eigentlich noch... Da ist noch ein Kupfererz, das nehmen wir nochmal mit. Ich glaube, ich werde jetzt... Huch. Ach, Mann.
Wieso drücke ich immer die falsche Taste? Wieso bin ich da? Lerne ich das nicht? So, jetzt werde ich, glaube ich, mal alles verarbeiten gleich. Immer gleich alles weg. Wenn ich dann wirklich mal nur Zinn oder... Ne, nur Zinn brauchen wir ja sowieso nicht. Aber wenn ich mal nur Kupfer brauche, kann ich ja immer noch in der Mine gehen und mir welches holen. Ich mache jetzt mal alles zu Bronze. Und dann sollte ich mir hier noch mehr Rundholz hinlegen, auf jeden Fall. Dass ich hier immer genug habe. Kann ich das immer gleich hier machen. Oh, 4 sind das nur. Oh, da komme ich jetzt aber auch nicht weit, ne? Ich kriege ja gerade mal eine Axt von jetzt. Achso, und die Steine habe ich natürlich auch noch. Hm. Ah, 40 Steine. Ich muss die Tasche mal tauschen auf meiner Tastatur. So, jetzt habe ich noch 10 Kupferbahnen. Das heißt, ich brauche ganz viel Zinn jetzt, ne? Hä? Ist das daneben gefallen jetzt? Nein. Ah, dann brauche ich noch ein Rundholz wahrscheinlich. So, Bronze. Eine bronzene Axt. Oder ich mache auch Kupferechse, gibt es doch auch irgendwie, ne? Ich mache jetzt erstmal eine bronzene Axt. Wenn ich jetzt so viel mehr Kupfer als Bronze habe, dann kann ich ja auch eine Kupferachs machen, ne? Für die geht das nicht auch irgendwie? Kupferwerkzeuge. Kupferachs habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Aber ich habe ja so viel Kupferbarren, ne? Komm, Mauer. Schalte ich das jetzt mal frei, was soll's. Noch eine Kupferaxt. Die müsste ja auf jeden Fall länger als eine Steinaxt halten. Kupferbarren habe ich noch genug. Fehlt mir noch ein Rundholz. Was haben wir hier eigentlich hier Rundholz reingetan? Nee, habe ich nicht. Aber hier liegen ja noch ein paar. 2. So. Ach, irgendwie macht das irgendwie gerade total Spaß mit dem Kupfer und Bronze und so. Ich habe das am Anfang, fand ich das wieder so doof. War ja wieder neu und so. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt gefällt es mir richtig gut. So, dann bringe ich jetzt erstmal alles hier rein. Und gehe nochmal kurz in die Mine rein. Also, dann kommt die da, obwohl da kann ich aber die reinlegen und ich behalte die 100 da bei mir. Ja, falls ich mal irgendwas fällen will. Einen Eisenhammer habe ich auch noch. Den lege ich auch mal hier rein. Werde ich mich wahrscheinlich nachher wieder ärgern, weil ich nicht mehr weiß, wo die war. So, die packen da rein. Und hier ist meine Schaufel, ist hier noch. Habe ich noch eine Tasche? Das schleppe ich alles mit mir sinnlos rum. Das ist ja total bescheuert. Die Fackel packe ich auch mal rein. Eine. So. Ich kann wohl, dass ich nichts tragen kann, wenn ich das alles hier in der Tasche habe. Das kann auch da rein und das kann da rein. So. Dann gehen wir doch nochmal, wa? Muss man echt mal ganz schön suchen, ne? Wahrscheinlich weiß man irgendwo genau, wo dieses Zeus ist. Man kann ja mal eine Fackel nehmen. Aber jetzt so, wo man so neu ist in der Mine, muss man immer schon ganz schön suchen. Wo glitzert's hier? Wo kann ich hier was abbauen? Da kann ich was abbauen. Das ist wieder ein Kupfer. Also Kupfer gibt es scheinbar irgendwie eine ganze Ecke mehr. Ich hoffe, dass durch dieses Abbauen müsste ich ja dann auch schneller an die Mine kommen, ne? So denke ich mal. Das ist jetzt Zinn, ne? Ja. Sollten wir vielleicht doch die bessere Spitzhacke nehmen. Oder? Habe ich die eigentlich auch schon freigeschaltet, die Spitzhacke? Bronzene Spitzhacke? Mäh. Ach, kostet nochmal 350 Taler. Oder gab es jetzt eine kupferne Spitzhacke? Gab es nicht, ne? Mäh. Eisen, es gibt Stein und es gibt die aus Bronze. Mache ich mir jetzt eine bronzene Spitzhacke? Dazu müsste ich jetzt wieder Bronze haben. Was ich jetzt nicht mehr machen kann, weil ich ja jetzt keine Spitzhacke mehr habe. Hey, warte mal, wie viel brauchen wir da? Für die braucht man 350. Braucht man 4 Bronzebahnen. So, machen wir
aber erstmal, das ist schon alles ziemlich anstrengend. Den fehlt mir jetzt noch Zinn, ne? Bronze habe ich nicht mehr. Das ist ja doof jetzt. So, das Stein kriege ich jetzt damit rein, tun wieder. Ah, die Steine brauche ich ja jetzt gleich. Stimmt. Und zwar muss ich dafür wieder ein Rundholz haben. Ich brauche hier mehr Rundholz, Leute. Ich glaube, ich habe nichts mehr, ne? Nee. Na gut, so wird das nichts. So wird das nichts. Aber das ist doch schon mal schön hier mit meinen Lampen. Mit dem beleuchteten Weg. Das gefällt mir gut. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins Bett und mache das morgen im Hellen weiter. So. Ups. Und es regnet. Mache ich das heute mal im Regen? Auch wenn die Qualität total mies ist im Regen. Oh, ich kann den Regen ja nicht jedes Mal wegstellen. Aber ich wollte eh in die Mine gehen. So gesehen ist der Regen dann auch egal. Kann ich wenigstens jetzt mal darauf achten, ob wirklich der Regen irgendwann mal wieder aufhört oder ob das, wenn es morgens regnet, wirklich nicht den ganzen Tag regnet. So. Hier hatte ich doch noch diese normalen Eisenspitzhacke. Genau. Dann nehme ich jetzt mal so eine mit. Ich habe auch noch eiserne Äxte. Ne? Die könnte ich auch mal in Holzfällern geben. Und das will ich eigentlich nicht. Will ich eigentlich nicht. Ich nehme jetzt mal noch eine Rutsche Rundholz mit. So. Hier sind auch noch Eisenspitzhacken, ne? Aber die haben alle irgendwie so wenig Prozent. Was ist jetzt hin? Habe ich jetzt irgendwo drauf gedrückt? Habe ich jetzt rübergenommen? Ich habe doch gar nicht gedrückt. Und da geht es auch rüber, wenn man auf die mittlere Maustaste drückt. Ich habe eben nur auf die mittlere gedrückt. Nee. Habe ich das gemacht? Doppelklick? Hä? Na gut. Da ich ja jetzt sowieso keinen habe, da in der im Grabungsschuppen, dann nehme ich die jetzt hier raus. Achso, sind die angebrauchten von der Grabungsschuppen? Legen die zurück eigentlich, wenn ich sage, ich stelle jetzt keinen mehr an der Grabungsschuppen oder nehmen die mit, die sie gerade benutzt haben? Das ist auch eine Frage, ne? So. Also wenn die jetzt im Grabungsschuppen gerade so eine Spitzhacke benutzen und man sagt so, nee, brauchst nicht mehr Grabungsschuppen arbeiten, wo bleibt denn die Spitzhacke, die sie sich rausgenommen haben? Also die benutzte. Das finde ich ist jetzt eine berechtigte Frage. So. Dann nehmen wir mal. Krieg die mit? Jo. Ja, die Klamotten mal weglegen. Na, wir sitzen da so. Na, woher? Ja. Na? Sitzt du hier draußen im Regen? Warum? Oh. Das sind alle im Regen. Cheatwetter, ne? Achso, meine Klamotten wollte ich wegbringen. Ja, das wollte ich. So, der kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die Handschuhe behalte ich noch an. In der Mine, finde ich, kann man auch ganz gut eine Handschuhe gebrauchen. Mein Junge steht hier wahrscheinlich auch draußen. Ne, der nicht. Der ist drin. Mein Sohn? Ach, da kommst du. Mensch, erschreck mich nicht so. Willst du nicht lieber drin bleiben, Igor? Wie der läuft, ne? So süß. Papa muss mal kurz in die Mine. Aber wenn jetzt da das durch das Weg ziehen die Bären verschwinden, sind die bestimmt von dem Tisch schon verschwunden, ne? Ob das auch so zählt als Achtung, da wohnt einer, hier dürft ihr nicht mehr hin. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob die, nachdem ich den Tisch dahingestellt habe, noch gekommen sind, die Bären.
Das weiß ich jetzt nicht mehr. So, dann. Hey, wieso habe ich denn jetzt so viel Bronze-Echse hier in der Tasche? Die Sense wollte ich auch weglegen, habe ich jetzt vergessen. Trage ich halt 4 Kilo Sense mit mir rum, ist da auch bescheuert. So, das weg. Dann packe ich das Rundholz jetzt mal da rein. Und davon packe ich jetzt 3 Stück rein und die eine nehme ich jetzt. So. Auf geht's. Huch. Und wieder ist alles aus. Ah, aber tagsüber kann man jetzt ja doch ein bisschen sehen. Obwohl, man sieht da hinten immer was und wenn man weitergeht, sieht man nichts mehr. Obwohl, es geht aber eigentlich so. Also ich kann ganz gut sehen. Ich weiß nicht, wie es nach im Video ist. Da bin ich mal gespannt. Ich werde das jetzt mal einfach so weitermachen. Eigentlich braucht man hier die... Ups. Feuer nicht tagsüber. So sieht es echt total schön aus. Ich weiß nicht, ob das nach einem Video überhaupt noch auch noch so gut aussieht. Oder ob man da nichts mehr erkennt. Ja, ich werde mir jetzt immer selber angucken. Ich bin ja auch gespannt, das habe ich ja noch gar nicht ausprobiert, ob jetzt einfach eigentlich mit dem Jahreszeitenwechsel die Mine wieder frisch ist sozusagen, also wieder alles da ist, was ich jetzt abgebaut habe. Das wäre ja auch mal interessant zu wissen. Ist auf jeden Fall interessant an. Vorher waren ja so eine Art Dinosaurier-Eier über den Seiten. Ich finde, das sieht jetzt schon echt viel natürlicher aus. Man denkt immer so, oh, war da noch immer einer oder nicht? Das ist Salz, glaube ich, ne? Ja. Dafür riecht es da drin wie sich. Das hat ja auch was. So. Dann gleich mal alles gleich verklöppeln. Macht ja wie total Spaß hier. In der Schmiede zu arbeiten. Ich bin so froh, dass ich auf die Idee gekommen bin, die Schmiede direkt hier vorzumachen. Ich muss das gar nicht alles irgendwie wieder hinschleppen, in der Kiste packen, wieder rausholen und all so ein Kram. Sondern kann hier gleich immer so zack, alles fertig machen. Jetzt brauche ich noch einen Bronzebarren. Ah, fehlt wahrscheinlich noch wieder ein Zinn, ne? Nee, ich habe noch einen Zinn. Ein Kupferbarren. 2 Zinn habe ich sogar noch. Da fehlen mir noch 2 Kupferbarren. Da kann ich noch einen machen. So, dann habe ich 8. Und dann kann ich 2 Äxte machen. Das ist schon echt viel Arbeit. So, dann muss das noch genau hinkommen mit 8. Nee, da habe ich sogar noch einen Bronzebarren über. Ha. So, dann müsste ich jetzt wieder eine Axt machen können. Toll. Ah. Genial. Total schön, echt. Dagegen war dieses Eisenaxt machen ja regelrecht langweilig. So. Einmal noch. Ich finde einmal noch, ne? Jetzt haben wir die beiden Äxte. Die lege ich jetzt mal hier hin. Zack. Also ich muss darauf achten, dass ich dann noch eine brauche.
Ach nee, das wollte ich doch nicht. Na gut, dann fangen wir halt doch da rein, was soll's. Wollte ich ja eigentlich nicht. So, das noch. Das noch. Das noch. So, einmal noch. Dann ist gut. Waren wir, glaube ich, auch schon fast bis zum Ende. Die Feuer gehen aber echt ziemlich schnell aus, ne? Oder habe ich das davor nicht angemacht? Kann natürlich auch sein. Der Vorteil bei diesen Feuern ist natürlich eigentlich, wenn die denn mal anbleiben würden, dass ich immer weiß, wie weit ich schon war. Also jetzt... Ach nee, jetzt bin ich mit Eisenspitzhacke unterwegs. Stimmt, die hält ja richtig lang. Was ist das da? Ist das auch was? Aha. Ach, ist auch, dass man da jetzt so suchen muss, wie schön. Ich weiß gar nicht, ob man das eigentlich mit Alt auch sieht. Steinlagerfeuer? Nee. Salz, Salz, Salz? Nee. Also, das wird nicht erkannt als... Finde ich aber auch gut so. Will ich gar nicht. Will das selber finden. Also, dass man so rumgeht in der Mine und so richtig sich umguckt und guckt, wo glitzert hier was, wo kann ich was abbauen. Finde ich gut. Gefällt mir richtig gut. Und eben, dass man von Anfang an jetzt eine Chance hat, was abzubauen. Ohne, dass man sich irgendwas besorgen muss. Außer ein paar Steine zu sammeln. Was das Spiel auch natürlich wieder noch wieder ein Stück leichter macht, ne? Das ist wie ein Hundekopf. Der Stein eben. Das sieht man aber auch ganz gut hier im Hellen. Also so ohne Lampe. Salz. Ist also total gut gemacht hier. Kupfer. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal eine Goldader. Das dürfte immer nur ganz selten vorkommen. Da muss man ganz tief in die Mine rein und dann irgendwo findet man dann so eine Goldader. Und auch nicht immer. Das fände ich schön. Dann könnte man so Schmuck machen. Da hinten wird es richtig hell wieder, ne? Ich glaube ich schon. Das ist das Salz wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Irgendwie stört mich das so ein bisschen, dass hier so viel rumliegt. Auch so wie das Feuer so irgendwie. Dieses so raucht, ne? Ich finde das total schön. Das ist die Frage, ob ich es nachher abbaue, wenn die Mine erleuchtet ist. Vielleicht lasse ich es auch mal gucken. Zumindest lasse ich ab und zu eins, falls man dann wirklich mal da übernachten will. Dass man dann mal eben schnell sagen kann, komm, übernachten, machen wir nächsten Morgen. Geht wirklich, habe ich das nicht angemacht oder gehen die wieder mal so schnell wieder aus? Ich weiß es auch nicht. Kann natürlich auch sein, dass wegen der Performance, um jetzt da den Rechner nicht so runterzuziehen, dass er dann immer das Feuer nach einer Zeit wieder von selber ausgeht. Wenn man einen bestimmten Bereich verlässt. Uff. Das alles für so ein paar Äxte für meine Holzfäller. So, haben wir da jetzt noch was? Und dann nehmen wir den noch mit. Den mit, den mit, den mit. Dann haben wir schon eins, zwei mit Holz mit. Wir müssen noch zwei Äxte zusammenkriegen. Achso, siehst du, ich hätte den Stein ja auch mal wegbringen können. Na gut, zu spät. 15 Stück waren das jetzt. Wow. Cool. Ist ja richtig viel ausgeschleppt. Ne, 30 sogar. Brauchen wir immer zwei für einen Barren. So. Den noch. Oh, da sind es nur 6. Das wird eng mit dem Bronzedinger. Waren. Ich glaube, einen hatte ich noch, habe ich 7, ne? Sieben Bronzebaren. Jetzt fehlt mir noch einer. Ein Baren fehlt mir noch. Ich hätte gerne noch eine Axt. Kupferaxt. Nee, ich mache keine Kupferaxt. Ich mache eine Bronzenaxt.
Es fehlt mir ein Bronzebarren fehlt mir noch. Und zu dem Bronzebarren fehlt mir, glaube ich, nur noch ein bisschen Zinn. Ich meine, da rechts liegt ja einer, aber den will ich nicht wegnehmen. Das ist mein Deko-Barren. Den nehme ich auf gar keinen Fall. Der wird da liegen. Der Kram. So, was fehlte da jetzt noch? Ich habe ein Kupfererz. Kupferbarren habe ich jede Menge. Mir fehlt noch Zinn. Gut, dann holen wir nur noch ein bisschen Zinn. Komm, jetzt, ich hole nur Zinn. Den Rest packe ich jetzt hier rein. Die Steine. Nein, nein, kam nämlich jetzt mit. Ich hole jetzt nur ein bisschen Zinn. Dafür können wir da so mal reinlaufen. Der Blitz in die Mine. Irgendwie nerven die Feuer auch, weil man da immer so rüberlaufen muss. So, ich brauche einen Zinn. Da ist Zinn. Es ist doch nicht so, dass es weniger Zinn ist, oder? Man sieht das Zinn schlechter, als ich daran vorbeigelaufen bin. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt sehr viel mehr Kupfer als Zinn. Da ist auch noch Zinn. Oder man muss tiefer rein für Zinn, ne? Dass vorne irgendwie mehr Kupfer ist. Ah, das ist doch alles nur Spekulatius. So, jetzt haben wir schon mal 6. Ah. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, das ganze Kupfer da zu lassen, aber sonst bin ich gleich wieder bei Laden. Ich wollte hier noch Zinn holen. So. Reicht. Total schön hier. Wir können den ganzen Tag in der Mine rumrennen. Ah. Aber man muss schon beim Lagerfeuer. Irgendwie geht er da nicht nur automatisch so durch. Man muss da schon irgendwie drum rumgehen, ne? Also wenn man ganz gerade ist, dann geht er rüber. Aber so an der Seite ist echt doof. Da bleibt er stehen. Ja, dann ist das doch mit den Fackeln nachher besser. So. Dann müssten wir jetzt noch eine Axt hinkriegen. Dann ist gut. Das alles nur für super meine fleißigen Holzfäller, echt. Oh, 9 Stück. Ist gut. Ich glaube, ich werde auch doch alles aus Bronze machen. Schon gerne eine Bronze-Schaufel, obwohl ich so selten eine Schaufel brauche. Und vielleicht will ich auch mal Ton holen oder so. Wenn ich dann später anfange, so mit Tonflaschen und Bierflaschen und so, dann werde ich sicherlich vielleicht auch noch Ton holen müssen. So mal gucken, wo hier das nächste Tonfeld ist. So, habe ich jetzt noch Buntholz in der Tasche gehabt oder habe ich das schon so zurückgelegt? Nee, habe ich noch. Na bitte, geht doch. Geht doch alles. So. Gibt es eine bronzene Schaufel? Doch, es gibt eine bronzene Schaufel. Die hätte ich schon gerne. Obwohl ich jetzt schon eine Kupferschaufel habe, die so rumsteht. Aber ich hätte schon gerne eine bronzene Schaufel. Die sieht bestimmt toll aus. Und wenn die doof aussieht, dann habe ich 4 Bronzebarren verschwendet. Ach, dann ist das halt so. Das ist die Kupferschaufel. Warte mal, die nehme ich jetzt mal wieder mit. Nehme ich hier nochmal 2 Rundholz mit. Mach mir jetzt hier nochmal eine schöne... Oh, ich schmeiße richtig knall das Geld hier heute raus. Aber egal. Was muttert Mut, ne? So. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich meine kupferne Schaufel gleich dahin stellen kann. So, das ist ja meine Bronze-Schaufel. Die kommt auf die 5, weil die Schaufel ist immer auf der 5. Ach ne, ich bin ja gerade in der Kiste, da geht's ja nicht. Also, Restmaterial kommt da jetzt rein. Die ist natürlich nicht. Das kommt jetzt rein. Und dann stelle ich die irgendwie die Schaufel hier so an der Seite. Ja, für die am liebsten würde ich die mir hier so hinstellen. Mal gucken, wie das aussieht, wenn man die da so hin...
ballert. Dann fällt die so runter. Das ist natürlich völlig bescheuert. Also so fällt die. Warte, müsste man eigentlich... Von hier, wenn man die so hinmacht, muss die doch eigentlich da dran stehen, dann, ne? Passt. Obwohl, das können wir vielleicht so durchgelassen. Ja, geht schöner, ne? Aber ist okay, würde ich sagen. Nee, ist nicht okay. Sieht doof aus. Muss weiter hier rüber. Vielleicht nicht ganz so weit. Nee, das war auch nichts. Den mal wegnehmen kurz. So. Ich will sie eigentlich, das will ich, dass sie am Tisch steht. Ist doch eben rübergefallen. Also muss ich auf den Tisch rauf. Dann. Ah, da stehen! Nee, so war das auch nicht gemeint. Oh Mensch, warum ist das so schwierig? Hier jetzt so. Dann steht sie halt so rum. Mann, da kann man sich aber auch echt viel mit rumärgern mit dem Kram. Oh, eine Gemüsesuppe steht hier auch noch gar nicht, bleib stehen. Ah, warte mal, dann mache ich da jetzt nochmal 4 Gemüsesuppen. Nee, ich mache 5, ich hole mir unten eine neue. So, das finde ich gut. Weil es sind ja alles so irgendwie, eigentlich waren das so alles mehrere. Das sind 7 Eintöpfe. 5 Gemüsesuppen, das finde ich gut. Da kann ich mir immer so eine nehmen und den Rest wieder hinstellen. Das finde ich gut. Ah, so, jetzt. Meine Schaufel auf 5. Und eine Axt auf die... Nee, ich nehme eine neue Axt auf die 1. Das Bronzemesser auf die 8. Und dann haben wir doch alles, ne? Die Schuhschere müssen wir nicht ausrüsten. Und die hier, die Spitzhacke, die legen wir jetzt. Da liegen ja schon noch Eisenspitzhacken. Wieso habe ich die jetzt geholt? Ach komm, dann legen wir die hier rauf. Dann lege ich die da drauf. Na, ein bisschen weiter kannst du schon machen, ne? Oder ich lege die da rein. Das könnte ich natürlich auch machen. Genau so meinte ich das auch. Das finde ich gut. Das sieht doch schon richtig so aus, als wenn hier einer arbeitet, ne? So, alles fertig jetzt? Habe ich jetzt alles hier gelassen? Jo, das war ja jetzt ja eine... Ah, eine Riesenakt. So, jetzt wollte ich mir mal kurz diese... Oh, die sieht ja schön aus. Guckt euch meine tolle Schaufel an. Ich muss mal irgendwas schaufeln. Kann ich irgendwas schaufeln? Toll, ne? Die finde ich ja richtig toll. Die ist ja schick, die Bronze auch. Mit der ja, finde ich ja noch besser als die Eisenaxt. Der Eisenschaufel. Jetzt müsste ich eigentlich mal irgendwo Ton suchen, damit ich irgendwas schaufeln kann. Oh, es regnet nicht mehr. Also hört es doch irgendwann auf mit dem Regen. Ist ja auch gut zu wissen, ne? Mal gucken, ob meine Leute da eine Gemüsesuppe für mich gekocht haben. Aber meine steht ja jetzt an der Schmiede. Es war noch windig, aber wenigstens hat der Regen aufgehört. Ist doch schön. So. Gibt es hier noch Gemüsesuppe oder habt ihr schon alles? Wieso sind hier keine Suppen mehr? Wieso haben die denn keine Suppen mehr? Wieso kochen die denn keine Suppen mehr? Was ist in der Taverne los? Ah, die rote Beete ist alle. Oh, verdammt. Die rote Beete ist alle. Oh, Taverne. Ja, siehst du, ich wollte doch mehr rote Beete machen. Das habe ich vergessen. Verflucht nochmal. Jetzt bin ich mal gerade ein bisschen gestresst. Gewinn und nicht Handwerk da in der Taverne. Wo ist er da? Ist unser F. Nee, Eintopf macht er eigentlich. Wieso haben die da nichts mehr? Hä?
die haben schon die Pilzsuppe aufgegessen. Kann aber nicht sein. Warte mal. Machen wir jetzt erstmal. Dann nehme ich mir jetzt erstmal. So, kann ich gleich, wenn ich gehe im Ressourcenlager vorbei, nehme ich mir erstmal so, keine Ahnung, Fleisch mit. Und Kohlen müsste ich doch drüben ganz viel haben, ne? Nee, Gemüse habe ich da drüben nicht mehr. Dann nehmen wir hier mal Kohl. Mache ich jetzt mal Kohlsuppe. Die haben ja gar nichts mehr zu essen, meine Leute. Ich vergesse das immer, dass die auf 200% stehen. Verflucht. Sie haben sogar schon die Pilzsuppe gegessen, die Leute. Und die fangen jetzt an, hier meine Äpfel und so zu essen und meine Birne oder was. Und die Eier und keine Ahnung, was sie erst essen. Die gebratenes Fleisch. Die haben überhaupt nichts mehr zu essen hier. Wo ist das alles hin? Das war doch so viel. Oder hat der keine Schalen mehr? Das kann natürlich sein, dass er keine Schalen mehr hat. Nee, der stand ja nicht, dass da nichts, irgendwas nicht fehlt. Oh Gott. Jetzt aber schnell. Ah ja, Feuer auch noch an. Ah, Leute. Okay. Ich würde sagen, wie nur 9. Was fehlt denn da? Was fehlt denn da jetzt? Dass ich nur 9 machen kann. Da wollte ich mir selber mal irgendwas zur Suppe holen. Hä? Fehlende Schalen oder was? Holz und Schalen habe ich zu wenig. Hat doch eben so viel mitgenommen. Da sind wir ja kurz vorm Verhungern. Überall liegt das ganze Essen rum und meine Leute haben nichts zu essen. Ich trage zu viel. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch noch die Äxte für die Holzfäller in der Tasche und überhaupt. So, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich koche jetzt hier mal und mache dann, oder? Nee, ach, warum soll ich hier alleine leiden? Könnt ihr auch mit mir leiden. Ich frage mich jetzt bloß gerade, was die essen. Dann muss ich nämlich die Äpfel und sowas jetzt wegpacken, nicht, dass sie die essen. Obwohl, ich könnte ja auch Rührei machen, ne? Ich könnte ja auch Rührei machen. Schale ist nur eine Schale. Das sind 6 Schalen, 6 Schalen. Was ist das hier für ein Murks eigentlich? Das sind meine ganzen Schalen hier. So, was bringt denen erstmal ein bisschen Suppe, damit die Suppe essen und nicht mehr anfangen, hier meine Äpfel, Birnen, Pflaumen und sonst was zu essen. Oder die Milcheimer. Ach nee, ich habe ja gar keine Milcheimer. So, jetzt kriegt ihr erstmal. Jetzt bin ich gespannt, wie schnell die weg sind. Kohlsuppe. Ach, das wird ja nie und nimmer nicht reichen. Was ist denn überhaupt, was der nächsten Nährwert hat? Der gebratenes Fleisch können sie gerade noch essen. Ich kann ja auch mal ein paar Rührei machen. Die mögen sie ja auch gerne. Ich habe ja genug inzwischen. So. Dann bringe ich aber eben kurz mal die Äxte weg. Und dann wird mal Suppe gekocht. Ey, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, ne? Wieso sagt denn eigentlich? Eigentlich müsste man ja alles andere rausräumen. Also das, was sie nicht essen sollen. Ja, jetzt habe ich auch Hunger, ich weiß. Kriegst gleich was, Rasi. Geht sofort los. Habe ich dann überhaupt nichts mehr zu essen, ne? Ich esse jetzt keinen Kohl. Ich gebe dir gleich was zu essen. Ich muss nur mal eben kurz hier. Hä, hab ich die ganzen Äxte jetzt drüben gelassen oder was? Oh, ich bin so doof. Kann das sein, dass ich die drüben in der Kiste gelassen habe, die ganzen Äxte? Ja, ne? Es geht doch nichts über eine gut vorbereitete Folge. Irgendwie habe ich jetzt. Oder habe ich die irgendwo hingeschmissen, die Bronze-Äxte? Nee, die habe ich drüben gelassen, ne? Vor lauter Begeisterung über die Schaufel. Na gut. Ist dann so, ne? Also. Schalen gibt es auf jeden Fall noch genug. Rasi, du kriegst jetzt auch gleich ein Rührei. Und dann wird wieder alles wird gut. Keine Panik. Oh ja, ich weiß dann mal. Knurrt, ich beeile ja schon. Ich beeile mich ja schon. Du kriegst ja was. Komm, mach dir jetzt erstmal mache ich dir jetzt mal ein Rührei. Ach, es ist früher wieder aus. So, komm, kriegst erstmal ein Rührei und dann bist du erstmal still, damit ich in Ruhe kochen kann. Ne? Mit vollem leeren Magen soll man ja auch nicht kochen. So. Yummy, yummy. Alles gut wieder? So. Jetzt mache ich erstmal für meine Leutchen. Ich habe ja irgendwie auch noch Morchel, ne? Aber ist jetzt nicht Morchelzeit? Ne, im Frühling war Morchelzeit, ne? Pass auf, den machen wir jetzt mal. 30 Rührei.
Das ist ja echt ein Mist, habe ich total vergessen, ey. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte ja 10 Kohlsuppen da eben reingepackt. Ob sie die jetzt schon gleich aufgegessen haben oder nicht. Dann muss ich jetzt entweder jagen gehen oder mir einen Jäger zulegen. Eins von beiden. Mit Fisch kann man keine Suppe machen. Wieso gibt es eigentlich keine Fischsuppe? Ach, ich brauche mehr rote Beete. Echt, sowas Doofes. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr halt mehr rote Beete haben. Ich glaube, da habe ich zu wenig angesät. Alles andere habe ich massenweise und rote Beete so wenig. Ist doof. Aber da hat man irgendwie auch weniger, ne? Ist so witzig, ne? Wie hier dieses Grünzeug da immer so raus hochblubbert. So, Leute, ich glaube, ich koche jetzt mal ohne euch. Ich werde jetzt mal alles verkochen, was ich so verkochen kann. Und dann würde ich sagen, und bringen das ins Lebensmittellager. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Okay. Bis dann. Tschüss.